Machen wir da gerade mal weiter mit den, wie ich meine, undemokratischen Vorgängen im Land. Die letzten Tage gab es überall in Deutschland groß angelegte Demonstrationen, an denen zum Beispiel auch Annalena Baerbock und Olaf Scholz als Demonstranten teilgenommen haben. Also aktuelle Mitglieder der Politik, die sich an Demonstrationen beteiligen. Die Forderung war dabei, die AfD als Partei zu verbieten. Als ehemaliger Mann des Verfassungsschutzes, ist das in einer Demokratie der richtige Weg, unliebsame politische Parteien einfach verbieten zu lassen? Schauen Sie mal, ich fand diese Berichterstattung von Korrektiv über die sogenannte Wannsee-Konferenz 2.0 in Potsdam auch sehr bemerkenswert. Und das knüpft auch an das, was ich vorhin zu Chemnitz und diesen Hetzjagden gesagt hatte. Ich habe mich natürlich auch darüber informiert, was war denn im Landhaus da in Potsdam vorgefallen? Was war denn da? Es war da ein privates Treffen, wie ich festgestellt habe, zu dem der Herr Möhrig einen Zahnarzt eingeladen hatte, zu dem verschiedene Leute als Referenten auch eingeladen waren. Es wurde zum Beispiel ein Vortrag von einem Verfassungsrechtler gehalten zur Frage der rechtlichen Rahmenbedingungen oder Grenzen des Briefwahlrechts in Deutschland. Dann wurde ein Vortrag gehalten von Herrn Sellner. Er ist ein Rechtsradikaler oder Rechtsextremist aus Österreich. Der hat aus seinem Buch vorgetragen, das er in Österreich veröffentlicht hat. So, und dann sollte Geld eingesammelt werden für ein Medienprojekt, das er sich so vorgestellt hatte, der Gastgeber. Die Gäste waren nicht darüber informiert, welche Referenten geladen waren, aber es wurde nicht über Deportation gesprochen, es wurde nicht über Massendeportation von Millionen Migranten aus Deutschland gesprochen. Das war nicht das Thema im Zusammenhang mit dem Vortrag von Herrn Sellner, so wie ich informiert bin, sondern es ist darüber gesprochen worden, inwieweit die über 300.000 vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer, also die sich illegal in Deutschland aufhalten, endlich abgeschoben werden können. Und ich bin der Meinung, das ist eine ganz legitime Sache, darüber im privaten Bereich zu reden. Es war eine ganz private Veranstaltung mit Essen und Trinken und Vorträgen und man hat erwartet, dass etwas Geld gegeben wird. Das ist eine ganz legitime Sache. Die Leute sind beobachtet, die sind gefilmt worden, es sind Kameras heimlich aufgestellt worden. Man muss den Eindruck haben, auch die Gespräche sind mitgeschnitten worden. Da muss ich mir als Bürger, aber auch als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident die Frage stellen, wo sind wir eigentlich, wenn man noch nicht mal Leute in ein Restaurant beziehungsweise in ein Hotel, das war ein Hotel, einladen darf und mit denen ein Gespräch über Abschiebung führen darf, wenn man noch nicht mal sich mit einem Menschen treffen darf, der zwar als Extremist gilt, aber ihm ist sonst nichts vorzuwerfen. Der hat keine Straftaten begangen, er ist kein Kinderschänder. Man darf noch nicht mal Kontakt haben zu einem solchen Menschen. Also ich finde das ganz furchtbar, wie Menschen, die aufgrund dieser Kontaktschuld in Deutschland behandelt werden, dass es so in der Öffentlichkeit dargestellt wird, dass ich gerade gehört habe, dass eine Teilnehmerin dieser Veranstaltung ihren Job verliert, weil sie da war. So, und jetzt komme ich zu Ihrer eigentlichen Frage. Und ich finde es ganz furchtbar, dass dann von der Bundesregierung oder ich glaube eher von den politischen Parteien Massendemonstrationen veranlasst werden, dazu aufgerufen wird. Massendemonstrationen finden normalerweise gegen eine Regierung statt, weil die Bürger unzufrieden sind und nicht von der Regierung initiiert gegen die Opposition. Ja, also mir kommt es vor, wie in manchen, ich sage mal, etwas undemokratischen Staaten, wenn der Regierungschef seine Anhänger dazu aufruft, in der Innenstadt gegen die Opposition zu demonstrieren und der Opposition jegliche Rechte abzusprechen. Und dann komme ich zum Thema Verbotsverfahren. Ich bin ein grundsätzlicher Gegner von politischen Verbotsverfahren. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die gerade regieren und die gerade die Machthebel in den Händen haben, letztendlich entscheiden dürfen, wer Demokrat ist und wer nicht Demokrat ist. Das entscheidet die Bevölkerung. Das entscheidet nach der Verfassung des deutschen Volkes. Das entscheidet nicht ein Herr Scholz oder eine Frau Faeser, die gerade zufälligerweise, weil vor einigen Jahren der Bundestag so zusammengesetzt worden sind, die einige Machthebel in Händen haben. Also ich halte es für fatal,
hier aus rein politischen Gründen, nicht aus sachlichen Gründen, ein Verbotsverfahren in die Diskussion zu bringen. Es ist fatal, weil dies zutiefst verfassungsfeindlich ist. Verfassungsfeindlich ist es, wenn man einer wichtigen Stimme in diesem Land und eine Partei, die in einigen Ländern bei fast 30% ist, in Meinungsumfragen über 30%, dieser Partei die Grundlage entziehen will und damit den Menschen, die die Partei wählen, die Möglichkeit geben, sich zu artikulieren. Das ist zutiefst undemokratisch. Und da kann ich nur davor warnen, hier weiter zu reden, weiter zu denken über ein Parteiverbotsverfahren. Ja, wobei ja auch viele Stimmen aus der Mitte herauskommen. Ich meine, das ist, wir reden hier schon regelrecht von Gehirnwäsche, weil das sind Menschen, die normalerweise sich ganz klar gegen antidemokratische Strömungen stellen würden, sich jetzt aber irgendwie im Recht sehen und meinen, es geht nur mit Parteiverboten. Jegliche Gedanken über Parteiverbote sind einer Demokratie absolut unwürdig. Ich möchte hier noch eins hinzufügen, Herr Maaßen. Sie haben gesagt, dass solche Themen wie die Ausweisung von Migranten, die hier im Land gar nicht sein dürfen, also das, was jedes andere Land auf der ganzen Welt ganz natürlich macht und darüber gar nicht irgendwie diskutiert wird, dass man das im Privaten sagen und besprechen darf. Ich meine, das darf man auch auf der öffentlichen Bühne sagen und besprechen. Das sind ja ganz normale, legitime Themen und wir wissen alle, dass die Bundesregierung diesen Themen nicht nachkommt, obwohl sie es eigentlich sollte. Herr Maaßen, wir haben ja schon die landesweiten Demonstrationen, die wir jetzt gerade auch besprochen haben, gegen die AfD jetzt gesehen. Auf Social Media wurden dabei regelmäßig der Hashtag ganz Deutschland hasst die AfD verwendet. Also das Wort Hass ist ja etwas, was gegen die Partei geschleudert wird. Man sagt ja immer, die hassen andere. Währenddessen macht man es sich zum eigenen Slogan, sie zu hassen. Das ist mir nicht ganz logisch. Und in Aachen bei einer Demonstration wurde im Beisein der Polizei ein Plakat gezeigt mit der Aufschrift AfDler töten. Also ein ganz klarer Aufruf zum Mord politischer Gegner. Das sind für mich ganz klar faschistische Auswüchse. Was sagen Sie aus verfassungsschutzrechtlicher Sicht zu diesen Entwicklungen? Diese Entwicklungen, die sind gefährlich für unsere Demokratie. Ich sehe, dass ein Teil der Bevölkerung hier bewusst aufgehetzt wird gegen Leute aus der AfD, gegen Sympathisanten oder gegen alle, die jedenfalls als rechts identifiziert werden. Das wird unter dem Schlachtruf der Regierungsparteien Kampf gegen rechts legitimiert. Dabei muss man sehen, rechts ist eine ganz legitime politische Strömung. Rechts ist nicht verfassungsfeindlich. Rechts hat früher in Deutschland regiert. Der Kampf gegen rechts bedeutet aber, dass rechts und rechtsextrem einfach in einen Topf geworfen werden und als politische Gegner, nein, besser formuliert, als politische Feinde behandelt werden. Feinde bedeutet, einem, der Feind ist, darf man auch nicht die Möglichkeit geben, sich politisch zu entfalten. Er muss vernichtet werden. Und dieser Vernichtungswille wird auch ganz bewusst geschürt. Und er wird auch dadurch geschürt, dass eben namhafte Personen aus dem politisch-medialen Bereich sich ganz vorne hinstellen und sagen, das ist alles gut. Und ich ermutige die Menschen, das zu tun. Und da nehme ich wahr, dass viele eher unpolitische Leute, die wohlmeinend sind, dies auch wirklich ernst nehmen und glauben, hier stehen wir auf der richtigen Seite und die verkennen, dass sie auf der falschen Seite stehen, dass sie sich wieder mal in der deutschen Geschichte instrumentalisieren lassen, dass sie Werkzeuge sind in einem Kampf gegen einen politischen Gegner und zwar von Leuten, die zutiefst undemokratisch denken. Absolut, ja. Und das ist das Abstruse, wenn man so möchte. Vielleicht könnte man auch sagen, das Perfide in der Vorgehensweise, dass man selbst, ich meine damit die aktuelle Ampelregierung, den Vorwurf lebt, den man dem politischen Gegner macht. Also ich schleudere den Dreck, den ich selber an mir haften habe. Ja, in einer Herr Hobbs, Rede. Das ist die typische Täter-Opfer-Umkehr, die man bei Linksextremisten oder bei den Linksfaschisten sieht, indem sie das eigentliche Opfer zum Täter erklären und sich selbst zum Opfer. Ja, also Hetze, Hass, Angriffe, auch körperliche Angriffe gegen den politischen Gegner durchführt, aber
den politischen Gegner oder beziehungsweise man sieht ihn ja als Feind, als denjenigen bezeichnet, der das tun würde, was natürlich völlig frei erfunden ist. Aber dadurch, dass man diese Täter-Opfer-Umkehr betreibt, kann man den eigenen Anhängern und Unterstützern dann suggerieren, ihr seid diejenigen, die Notwehr betreiben. Ihr seid diejenigen, die die Republik und die Demokratie schützen. Das Erschreckende ist, dass sie auch davon reden, wir sind Demokraten und die anderen sind keine Demokraten. Das ist eine klassische Technik, die man im Sozialismus auch gesehen hat, im Sozialismus der DDR und im Sowjetkommunismus, wo man den Begriff Demokratie auch verwendet hat. Denken Sie an den Ausdruck Deutsche Demokratische Republik. Das war nicht nur Zynismus Absolut. Gewesen, ja, sondern die Sozialisten haben sich als Demokraten empfunden. Denn nur im Sozialismus kann es eine Demokratie geben. Derjenige, der gegen den Sozialismus ist, ist natürlich kein Demokrat aus deren Sichtweise. Er ist ein Faschist, er ist ein Konterrevolutionär, er ist ein Reaktionär. Und dieses Denken nehme ich jetzt auch mehr und mehr in Deutschland wahr, wo auf der einen Seite die Linke sagt, wir sind die Demokraten, alle, die genauso denken wie wir oder denken sollten, müssen sich mit uns zu einer Einheitsfront zusammentun. Und diejenigen, die nicht sozialistisch sind, sind die Antidemokraten, sind die Faschisten, sind die Feinde. Und das ist eine Entwicklung, die auf Dauer jedenfalls nicht aushaltbar ist, weil sie unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zerstört. Absolut. Und diese, ich finde, das Voranschreiten dieser Zerstörung, das können wir regelrecht erspüren. Und das spüren viele Bürger jetzt gerade auch, die sich ganz klar dagegen positionieren, was hier aktuell passiert. Sprechen wir vielleicht mal über Hintergründe, woher so ein Denken eigentlich kommen könnte. In einer Rede, wir blenden das mal ganz kurz ein. Das ist die Ideologie, die dahinter steht. Und ich sage das auch deswegen in aller Offenheit, weil viele sich gar nicht vorstellen können, dass es derartig ideologisch verbohrte Menschen gibt. Beim Verfassungsschutz hatten wir uns mit dieser Ideologie häufig beschäftigt, sind die sogenannten Antideutschen, was eine extremistische Gruppierung überhaupt innerhalb des Linksextremismus ist. Antideutsche sind diejenigen, die Deutschland, die deutsche Kultur, die deutsche Gesellschaft ablehnen, wobei es da eine ganze Reihe von Motiven, ideologischen Motiven gibt, warum man Deutschland und die Deutschen ablehnt, aber die jedenfalls der festen Überzeugung sind, Deutschland muss aufgelöst werden, die Gesellschaft muss zerstört werden. Und dies ist eine, man muss sagen, linksextremistische politische Sekte, die innerhalb des Linksextremismus relativ stark ist. Und darüber muss man sich im Klaren sein, das sind nicht nur Spinner, ja, das sind auch Spinner, aber es sind ideologisch mächtige Gruppen mittlerweile, über die man auch politisch diskutieren muss, wo diese Leute sitzen und was für Machtmöglichkeiten sie haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und da komme ich schon zu einem anderen Punkt, den ich offen ansprechen will. Viele machen sich lustig über bestimmte Politiker. Die könnten nicht wirklich reden, die seien dumm, sie seien unvernünftig, die treffen Fehlentscheidungen. Ich kann sagen, ja, in der Bundesregierung gibt es Leute, wo man sagen kann, das sind nicht immer die hellsten Leuchten im Lampenladen. Aber man muss auch sehen, vieles ist nicht nur Dummheit, vieles sind nicht nur Fehler, sondern aus meiner Überzeugung ist vieles planvolles Handeln. Man will einfach eine andere Gesellschaft und einen anderen Staat. Da haben Sie vor kurzem darüber gesprochen, von der extremistischen Gruppierung Antideutsche. Was ist das für eine Gruppe? Wie viele Anhänger hat diese? Und wie stark sind die auch innerhalb der politischen Linken verwurzelt? Ja, also die Antideutschen sind besser zu bezeichnen, nicht als Gruppe, sondern als eine Strömung. Und zwar deswegen, weil eine Gruppe ist fassbar, die laufen unter einer Fahne, einem Logo, einem einheitlichen Namen. Eine Strömung ist eine Ideologie in einem gesamten politisch radikalisierten Beobachtungsbereich, nämlich dem linken, linksextremen Bereich. Und diese Antideutschen sind in vielen Gruppen und Parteien und Bewegungen des Linksextremismus, aber auch des linken Bereichs feststellbar. Es hat sich nach 1968 in Deutschland schleichend entwickelt, der Gedanke des Antideutschen.
begründbar auch mit der, ich sag mal, Auseinandersetzung und Aufarbeitung der NS-Diktatur, dass jedenfalls diese Strömung die extremste war. Die sagte, ein Bruch mit dem Nationalsozialismus kann nur konsequent sein, wenn es einen Bruch mit Deutsch und Deutschsein und Deutschland gibt. Und damit eine Vernichtung Deutschlands ist die größte, die sicherste Garantie dafür, dass es nie wieder Nationalsozialismus und Faschismus gibt. Diese Antideutschen sind dann in den 80er Jahren immer stärker geworden, waren auch in der SPD durchaus vertreten. Leute, die 1989 sagten, es ist gut, wenn es zwei Deutschland gibt, es darf keine deutsche Wiedervereinigung geben. Es waren dann diejenigen, die gesagt haben, Deutschland muss abgeschafft werden. Und nach 1990 hat diese Strömung richtig Zulauf bekommen, auch geschürt durch die Angst, ein wiedervereinigtes Deutschland könnte wieder ein neues narzisstisches Deutschland werden, ein neues faschistisches Deutschland werden. Und die Träger dieses Gedankens, muss man sagen, sind in der gesamten Linken mittlerweile repräsentiert. Man sieht sie, wenn sie Fahnen tragen wie Deutschland, du mieses Stück, SCH, Pünktchen, 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 ja. Mhm. Deutschland verrecke, das sind die Leute, die diesen Gedanken haben. Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, das ist nicht nur einfach so gesagt. Die meinen das auch ernst. Das sind Leute, die ganz klar sagen, wir müssen hier das deutsche Volk abschaffen, indem wir hier eine Massenmigration nach Deutschland durchführen. Diese Massenmigration nach Deutschland wird nicht deswegen von der Politik durchgeführt, um Menschen aus Not und Elend zu retten. Nein, die Ideologie, die die haben, ist ja im letzten Jahr von einem der Vertreter der sogenannten Seenotretter gesagt worden, wir möchten, dass es in 50 bis 100 Jahren hier keine weißen Menschen mehr, also Menschen mit heller Hautfarbe mehr gibt. Das wollen sie nicht. So, das ist die Ideologie dieser Leute. Und darüber muss sich einfach das Bürgertum im Klaren sein, dass es im Bereich der Linken und Linksextremen diese Strömung gibt, die in eigentlich allen Gruppen vertreten ist und sehr stark vertreten ist. Es gibt kaum eine Demonstration, wo nicht Leute mit diesen Bannern rumlaufen. Immer deutlich wird es ja auch, wie viele im Zusammenhang mit dem Jahrestag der Bombardierung von Dresden jubeln, dass so viele Deutsche da getötet worden sind durch die Alliierten und rufen dann Bomber Harris noch einmal. Ja? Das sind die Antideutschen und die sind eine wirkliche Gefahr für das Bestehen unserer Demokratie und unserer Rechtsordnung. Und darüber, ich hatte in meiner Funktion als Verfassungsschutzpräsident vor diesen Leuten gewarnt, weil man sie als Strömung und nicht als Gruppierung, nämlich als Strömung in vielen, vielen Gruppierungen, Parteien und auch als Einzelpersonen im öffentlichen Bereich sieht. Und diese Leute nehmen Einfluss auf unsere Politik und haben auf die Politik schon in den letzten Jahren so weit Einfluss genommen, dass wir jedenfalls diese Fehlentwicklung wahrnehmen, die auch von denen mit veranlasst worden sind. Nein, wenn wir das mal etwas vereinfachter darstellen. Ich möchte mich da auch ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Maaßen, dass Sie das jetzt gerade so offen angesprochen haben, denn das müsste schon längst offen angesprochen werden, dass es diese, wie Sie sagen, Strömungen gibt, die jedoch von vielen Teilnehmern des politischen Spektrums, sprechen wir eine Claudia Roth an, die auf solchen Demos gerne mitläuft, wo Deutschland verrecke und Deutschland, du mieses Stück Scheiße, skandiert wird. Auch ein Herr Habeck in einer Light-Version dessen, dass er sagt, Vaterlandsliebe findet er zu kotzen. Wir finden ja in diesen Parteien, wenn man da ein bisschen sucht, Zitate noch und nöcher, die ganz klar zum Ausdruck bringen, dass alles, was wir als Menschen, als Bevölkerung, als Kultur darstellen, vernichtet werden soll. Das ist ja per se schon ein kompletter Verfassungsbruch, sich selbst vernichten zu wollen, der pure Hass auf alles, was deutsch ist. Es ist verwunderlich, dass die Strömungen politisch, die sich für das Deutschsein einsetzen, ganz klar bekämpft werden sollen, welche man die das Deutschsein ablehnen und verachten, regelrecht fördert, auf jeden Fall mal durch die Straßen laufen lässt und ihre Plakate, wie beispielsweise Mordaufrufe, zeigen lässt. Ja, in der Tat ist es so, wie Sie beschrieben haben,
dass diejenigen, die deutsche Interessen verteidigen, sich für Deutschland einsetzen, gegen die ungesteuerte Massenzuwanderung nach Deutschland sind, dass diejenigen bekämpft werden, dass hier massive Repression auch gegen diese Leute stattfindet. Und auf der anderen Seite diejenigen, die diesen Staat im Grunde genommen abschaffen wollen, die sich ein neues Volk aussuchen wollen durch die Massenmigration, dass die allerdings in Teilen in politisch-medialen Führungsämtern sitzen. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und das lag daran, dass das Bürgertum einfach viel zu lange geschlafen hat, dass Aussagen wie Deutschland, du mieses Stück SCH, Pünktchen, Pünktchen, ausgesprochen von Politikern, ja, dass das einfach nicht ernst genommen wurde. Diese Leute sagen, was sie meinen. Ja, das ist kein Spaß. Und wir haben in der deutschen Geschichte wiederholt erlebt, dass Leute das ankündigen, was sie tun. Und sie haben es auch ernst gemeint. Es ist von anderen nicht ernst genommen worden. Und ich kann nur sagen, dass das, was die Antideutschen sagen, müssen wir ernst nehmen. Und wir sehen ja auch, was sie gerade anrichten. In den letzten Jahren sind Millionen von Migranten in Deutschland angesiedelt worden. Sie sollen ja angesiedelt werden. Das sind ja keine Flüchtlinge, die nur vorübergehend Schutz bekommen. Sie sollen dauerhaft hier leben. Und sie sollen ja auch Parallelgesellschaften entwickeln. Das ist die Vorstellung dieser Antideutschen. Und ich kann einfach nur die Menschen versuchen, wachzurütteln, dass sie endlich begreifen, was hier in Deutschland passiert.